Oh, ich dachte, die Kienäppel sind gemein. Nee. War hier der Schleichweg über der Straße, wenn man hier in die Werbegebiet kommt. Den benutzt meine Mutter hauptsächlich, um zur Arbeit zu kommen. Aber der hat sich inzwischen schon eingebürgert. Es ist ein schönes Wetterchen heute. Ja, es ist jetzt irgendwie kurz nach 11:30. Ich bin nicht gerade erst aufgestanden, ich bin schon ein bisschen länger wach. Allerdings war es also nicht so spannend. Ich saß aus dem Rechner, nicht übliche. Ich habe eine Vize gelesen, habe ein Video von gestern geschnitten. Das ist fast fertig, dann müssen wir Musik mehr runter und das Ende ran und dann muss die rendern werden und dann muss hochgeladen werden und dann dauert es wahrscheinlich dann auch wieder bis heute Abend, aber naja, egal, so ist es halt, muss ich halt durch. Guck hier halt. So, meine Schwester hat einen Termin und auf den Termin nimmt sie mich mit, also nicht zum Termin, sondern setzt mich vorher ab in Berkenlatten, was bei Gerswalde ist, so ein Ortsteil von Gerswalde. Und in Berkenlatten ist ein Barfußweg und eine Straußenfarm und die haben mich mal eingeladen auf einen Kaffee und ein Gespräch. So einen Barfußweg wollte ich eh schon lange mal besuchen und darüber laufen und gucken, wie das ist. Barfußpark Berkenlatten. Ne, Barfußerlebnispark Berkenlatten. Da kannst du in eine Runde gehen. Komm, wir gehen in eine Runde. Sollen wir so kalt wieder rein? Ja, ist ja nur so schön. Fast wie so eine Kneippkur. Kommst du so durch? Kochen? Na, da kommen nur vier. Versagt man ganz schön, ne? Also nochmal in Ruhe, wir sind hier im Barfuß-Erlebnispark Berkenlatten. Nebenan ist gleich ein Straußenhof, den kennen wir schon länger, der ist seit 2001 hier. Und der Barfuß-Erlebnispark ist jetzt seit 4 Jahren, hat sie, glaube ich, vorhin gesagt. Ja, wir sind jetzt hier bei den Kängurus. Hier haben wir ein kleines Känguru-Gehege dran. Hier vorne noch sind ein paar Vögel und so ein paar Stationen hatten wir schon. Da oben ist Wasser. Ist schon erfrischend. Muss ich erst dran gewöhnen, dass es kalt ist. Da vorne waren dann so Steinplatten und Mulch ist ja hier auf dem Weg, wie ihr seht, und das ist Kork. Also sind so Weinkorken drin. So, jetzt kommt hier Kieselsteine groß. Das kennt man als Uckermerker, soll ich sagen. So, hier sind also Holzenden. Holzenden sind an den... Nee, doch nicht. Jetzt wird die Kamera aus, also hüpfst du natürlich lang da. Simone, jetzt kommt ein Matsch. Gehst du mit durch oder nicht? Ich gehe da natürlich durch. Aber richtiger Matsch. Na, nicht weit bis zum Knöchel. Aber ist, guck mal. Dicker, schwarzer Waldmodder. Kannst du den ja waschen? Ja, alles gut. Rühre rein, ne? Das ist zum Abspülen so ein bisschen. Ja, nee, da ist Kraut unten drin. Guck mal, bin ganz braun. Das ist schon so richtig.
Das ist auch komisch, das kannst du auch nicht. Weil er nicht so rund macht, ne? Das kannst du auch nicht. Also man kennt ja, also ich kannte das zum Beispiel aus Wiesbaden schon, so Barfußwege, Barfußpfade. Und das hatte ich so ein bisschen im Hinterkopf und habe auch gedacht, dass das hier eher so in dem Dreh ist. Aber das heißt nicht ganz, das heißt absolut nicht so unrecht Barfuß-Erlebnispark, weil das ist wirklich ein richtig schönes, großes Gelände. Und wie man hier sehen kann, ist das doch echt sehr toll angelegt. Ja, Simone, du brauchst gar nicht hinzeigen, geh da durch. Jetzt gehen wir durch Lehm. Ja, also die ganze Strecke ist fast ein Kilometer. Jetzt mal hier. Lebensgeil. Oder, aber das ist gemein, da unten sind Spitze. Das ist ein bisschen gemein. Oben fühlt es sich total cool und weich an. Unten ist ein bisschen. Pieksig. Aber ja, nicht, also ist ein bisschen pieksig, man merkt es halt. Das tut jetzt aber echt voll weh. Kann man machen. Lustig aus. Oh. Weiter vor. Ja, muss wieder hochprotzen, hier rumprotzen. Ich glaube, jetzt kommt das richtige meine. Jetzt kommen nämlich Kienäppel. Oh. Auch für die Pro. Kienäppel ist richtig gemein. Ich glaube, Kienäppel ist echt das Schlimmste. Kienäppel ist gemein. Jetzt muss ich schon wieder balancieren. Mir hängt also viel unter den Füßen. Ja, ja, muss hier die Flachen raussuchen, ne? Das ist easy. Ich dachte, Kienäppel sind gemein, aber jetzt sind hier. Das müsst ihr sehen. Das sind Kronkorken. Hier, was Papa auf dem Bier hat. Das ist nicht euer Ernst, oder? Kienäppel ist doch. Nee, geht. Kienäppel ist hier meiner. Doch. Trotzdem ist interessant, finde ich, dass wenn über diese Rundhölzer geht, dann merkst du erstmal, wie beweglich der Fuß doch ist. Und welche Form der eigentlich sonst gar nicht annimmt. Kein. Kannst du natürlich Tricks und so gehen, ne? Hat ihr nicht drauf? Sehr schön. Wohne hier mit den sauberen Füßen, ne? Da steht und fotografiert mich und lacht sich ein, wie ich hier durch den Schmodder gehe. Torf hat aber auch was. Entschuldigung. Nein, das war der Torf. So, und das war jetzt die ganze Runde. Ziemlich cool, wie ich finde. Absolut empfehlenswert, solltet ihr unbedingt machen. Wenn ihr in den Uckermark kommt, geht zum Barfuß-Erlebnispark Bergmann. Jetzt sind wir hier auf Gutem, wo meine Schwester ihr Pferd zu stehen hat. Ist das nicht schön? Herrlich. Ich zeige Instagram-Stories gemacht, der Snapchat gemacht. Und mit Monika schon, habt ihr mal ganz vergessen, was für den Vlog aufzunehmen. Nein, wir sind mal wieder in Wilmersdorf.